guten Tag, Leute. Heute noch mal auf der Z unterwegs mit frischen Reifen und frischen TÜV. Ja, die erste Fahrt mit den neuen Reifen. Einmal ganz, ganz, ganz vorsichtig. Die haben eben noch richtig geklebt am Kies zu Hause. Oh, tanken muss ich. Muss ganz dringend tanken. Dann machen wir das mal eben. Boah, ist halt ungewohnt hier mitzufahren. Richtig ungewohnt, Leute. Ich habe heute meine neue Weste an, Jeansweste. Hab eins der kleinen Scopedius Patches auf der Brust drauf. Dann kommt noch der Schriftzug links und dann ist die auch fertig. Ja, TÜV oder beziehungsweise die Harley, die ist immer noch in der Werkstatt, schon seit anderthalb Wochen jetzt. Und zwar musste jetzt doch ein komplettes Datenblatt erstellt werden, was ein Heidengeld kostet wahrscheinlich. Dann mit dem Datenblatt, also ich habe vor zwei Tagen da mit der Werkstatt telefoniert. Jetzt durch das Datenblatt konnte dann der andere TÜV-Prüfer die Vollabnahme machen, beziehungsweise er hat Fotos gemacht, alles drum und dran und macht die Papiere alle fertig. Und wenn ich Glück habe, meldet sich heute die Werkstatt. Dass die Papiere da sind. Dann kommt ja noch ein neuer Vorderreifen drauf, weil, tja, vorne und hinten unterschiedliches Fabrikat verbaut war. Das habe ich selber auch gar nicht gesehen. Aber gut, so ist das jetzt nun mal. Und Weißwandreifen von der Marke, also hinten war der bessere Reifen drauf und da war ein Avon Cobra drauf und momentan nirgendwo ein Weißwandreifen für vorne in meiner Dimension lieferbar. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, dann nimmst du den gleichen halt in schwarz. Was soll ich da jetzt ewig warten? Ja, ewig warten muss ich jetzt trotzdem. Also der neue Reifen kommt noch oben drauf, plus die Montage und dann noch die Vollabnahme. Ich denke mal, der Lenker, der wird auch noch per Einzeleintragung eingetragen werden. Ich hatte da Dokumente für ausgedruckt. Ja, ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Ja, die Reifen hier bei der Z habe ich selber außen eingebaut. Fühlt sich auch ganz gut an. Aber ungewohnt damit zu fahren und irgendwie würde ich wäre jetzt auch lieber mit der Shopper gefahren. Aber ich muss sagen, ich muss die jetzt auch noch mal ein, zweimal bewegen oder dreimal. Ich möchte ja noch ein Abschiedsvideo mit der Wilma machen. Die ist jetzt aktuell bei eBay Kleinanzeigen drin. Und ja, ich fahre jetzt erstmal zum Friseur. Oh. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin mal gespannt, ob die Werkstatt sich heute meldet. Die haben gesagt, vor zwei Tagen, Freitag, nee, oder gestern sogar. Habe ich gestern angerufen? Nee, vorgestern. Ich bin verwirrt, auch durch die Nachtschichten und so. Und naja, keine Ahnung. So ist das manchmal. Ja, sonst Versicherung und alles, EVB-Nummer, ist alles parat. Ich gebe das dann nach Rheinberg zum, ich glaube, der heißt Tom Bretter oder so. Der macht Anmelde-Dingsbums. Denn Termine Straßenverkehrsamt sind die nächsten Wochen überhaupt keine verfügbar. Ist einfach nichts. Ja, gut, ich muss jetzt gucken, dass ich hier an der Tanke komme. Weil sonst wird es eng. Ja, schauen wir mal. Gut, dann gehe ich mal tanken. Ich gehe zum Friseur und auf dem Weg zurück. Dann melde ich mich gleich nochmal. Haut rein, Leute. So, ich war jetzt beim Friseur. Getankt habe ich auch, wie man sieht. Jetzt fahre ich nochmal eben zur Werkstatt. Dann schauen wir mal, ob die mir schon irgendwas sagen können. Wegen der Harley. Wegen TÜV-Papiere und so weiter und der ganze Scheiß. Hin hier nach MSG Rheinberg. Die machen ja so Harley, Triumph, was machen die noch? Keine Ahnung. Ich glaube die beiden oder vielleicht waren noch eine Marke, worauf die sich spezialisiert haben. Schauen wir mal rein. Gucken, was die jetzt gleich sagen.
Ich habe sehr gute Nachrichten. Das Motorrad ist fertig. TÜV ist drauf, neuer Reifen ist drauf. Alles drum und dran. Ich habe die ganzen Papiere jetzt in der Tasche. Ich gehe jetzt, fahre jetzt zum Tom Pretter hier, zum Zulassungs-Johnny und gebe dann da alles ab. Ja, der Wermutstropfen, das hat mich jetzt 600 Euro gekostet. Und ich habe mich hier schon verfahren? Ne, doch nicht. Ich dachte, ich hätte mich gerade verfahren. Ja. Um die 600 Euro hat mich das jetzt gekostet. Aber hey, dafür ist alles anständig. Und Leute, ich behaupte, wenn ich das in Holland gemacht hätte, der sagte, das würde 500 Euro kosten. Nie im Leben. Schon allein die Auspuffanlage, der Reifen, da bist du schon bei mehr als 500 Euro, wenn du das so besorgst. Außer der macht da irgendwas drauf, weil er da rumliegen hat. Ist ja meistens nicht der Fall. Datenblatt und TÜV und so weiter, das hätte hier vorne und hinten nicht funktioniert. Irgendwann hätte ich irgendwo später Probleme damit gekriegt. Sei es mit dem Auspuff oder sonst wie was. Aber jetzt bin ich da safe. Alles ist konform. Alles nach Datenblatt und so weiter. Den Lenker haben die mir eingetragen. Also ich bin da jetzt happy. Das hat zwar jetzt ein bisschen mehr gekostet, als ich gedacht habe, aber ich war ja ein bisschen sparsam die letzten Wochen. Und ja, ich fahre jetzt nach Trompeta und gebe die Papiere ab und sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall mega happy. Ich weiß nicht, vielleicht hole ich heute Abend die Harley schon ab. Dann habe ich sie wieder zu Hause und dann, wenn ich dann nächste Woche das Nummernschild und meine Papiere bekomme, dann kann ich dann direkt rumbrettern damit. Aber das werdet ihr dann direkt sehen. Mein Gott, was ist denn jetzt hier? Das ist schweineheiß und ich muss ja nach unten Ampel stehen. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ah, ich muss aufpassen mit den neuen Reifen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber das habe ich ja letztes Mal schon gehabt. Irgendwie liegt mir das nicht mehr so, so ein Naked Bike zu fahren. Irgendwie, ich wollte die aber jetzt unbedingt fahren. Ich wollte die neuen Reifen einmal kurz so anfahren und so, falls dann mal ein Interessent kommt, damit er sich nicht direkt auf die Schnauze legt. Man weiß ja nie, ne? Und ich habe es auf jeden Fall richtig zusammengebaut, das ist schon mal gut. sonst hätte das schon längst gerappelt oder weiß ich nicht, hätte ich einen Reifen verloren oder so. So teste ich dann lieber vorher, jetzt ist er bereit für den Verkauf. Ich werde noch einmal ein schönes Video damit machen, hundertprozentig. Und irgendwann nächste Woche, im Laufe der Woche oder was, je nachdem, wie schnell sich auch ein Kaufinteressent meldet. Ich habe es ja nicht eilig, Leute. Die muss ja jetzt nicht von heute auf morgen weg sein. Aber wenn einer kommt, dann ist das Baby bereit. Getankt, neue Reifen und so weiter. Also, ja. Vielleicht hat ja auch einer von euch da draußen irgendwie Interesse daran. Das könnte ja sein. Mir geht das schon mit den ganzen Gängen hier auf den Sack. Was hat die 6 Gänge oder so? Und ja, du brauchst irgendwie immer Drehzahl. Liegt mir irgendwie nicht mehr. Ja, ist auch Gewöhnungssache, ich weiß. Aber... irgendwie, aber trotzdem, wenn ich sie dann sehe, dann denke ich mir, boah, was ein geiles Motorrad. Aber nur zum Angucken und in der Garage stehen, muss ich sie nicht halten. Macht wenig Sinn. Gut, jetzt hier durch die Stadt fahren ist sowieso semi-geil mit so einem Motorrad. Da sitzt du lieber auf einem Schopper drauf, alles ist wunderbar. Aber hier, das Ding, das braucht ja Drehzahl, das braucht Kurven, das braucht Landstraße. Weil ich ja natürlich grundsätzlich viel mache. Ah, ich bin noch sehr vorsichtig mit den Reifen. Aber ich bin grundsätzlich jetzt vorsichtig, weil ich jetzt weiß, ich möchte sie ja jetzt verkaufen. Ja, Leute. Die Wilma. Aber der Wilma habe ich viel zu verdanken. Einiges zumindest. Mit der Wilma hat alles angefangen. Aber dazu kommen wir dann im letzten Wilma-Video zu diesem ganzen Thema. Ich fahre jetzt nach Tom Pretter oder Tom Pretter. Ach, zu dem Typen, der anmeldet. Fertig, Ende. Und jo, Leute, vielleicht gebe ich gleich noch mal kurz, ja, sage ich gleich noch mal kurz Bescheid, ob das alles funktioniert hat, ob denen das alles reicht. Ich weiß ja nicht, das waren ja jetzt ein paar Papiere mehr als nur einfach Fahrzeugschein und so weiter. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt meinen Ausweis dabei? Jetzt muss ich gleich mal wirklich in mein Portemonnaie gucken, ey. Ja, irgendwie bin ich da auch gerade so ein bisschen. ja, wird schon irgendwie schief gehen. So, Leute, hier habe ich jetzt gerade mein Motorrad quasi zum Anmelden in Auftrag gegeben. Und nächste Woche, Dienstag,
Also so in 2 Werktagen kann ich das Ding wieder abholen. Kann ich das Nummernschild und die Papiere abholen. Ich hoffe, denen langt das auch alles. Da war ich gerade beim Friseur. Ja, ziemlich unkompliziert, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Und klar, es ist ein bisschen teurer, als würdest du selber zum Straßenverkehrsamt gehen. Aber ich kann gerade nicht selbst zum Straßenverkehrsamt gehen, weil es sind einfach keine Termine frei. Kannst du komplett vergessen. In Moers werden noch nicht mal Termine zum Vergeben angezeigt. In Wesel erst in 3 oder 4 Wochen, habe ich heute aktuell nochmal geguckt. Kannst du vergessen. Ja Leute, so ist das. Klar, dann war es jetzt ein bisschen teurer als 500 Euro, wie man beim Händler in Holland das sagte. Oh, schöne Halle. Aber ich bin mir da sehr, sehr, sehr sicher, dass ich selbst, wenn ich da den TÜV drauf habe machen lassen, der keinen neuen Reifen drauf gemacht hat, hätte vorne, genauso wenig ein anderer Auspuff drauf gewesen wäre. Und mit beiden Sachen hätte ich in Deutschland sofort Probleme bekommen bei der ersten Polizeikontrolle oder sonst wie was oder spätestens beim nächsten TÜV. Und dann wäre es mir wahrscheinlich, ja, dann hätte ich unterm Strich wahrscheinlich sogar noch mehr gezahlt als jetzt. Deswegen bin ich jetzt doch froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ist natürlich viel Kopfschmerzen gewesen, hat auch viel Zeit jetzt gedauert, aber so bin ich auf der absolut sicheren Seite. Und ich bin immer noch günstiger weg, als hätte ich mir so eine Harley hier schon in Deutschland gekauft mit der mit der wenig Kilometerlaufleistung und so weiter. Und ich kann sagen, ich habe eine 1 HD1. Ist zwar nichts Besonderes, ist einfach nur erstmalig in Amerika zugelassen. Letztendlich werden die doch sowieso alle in Amerika oder wurden alle in Amerika gebaut. Also von daher verstehe ich sowieso nicht den Hype. Ey, ich habe eine amerikanische. Ja, hat doch jeder. Also totaler Schwachsinn. Aber egal. Ich denke mal, nächste Woche kann ich mein Kennzeichen, die Papiere abholen und dann geht die wilde Fahrt los auf der Harley. Und ich denke mal, in einer Woche, wenn alles gut läuft, wenn ihr das Video seht, dann in einer Woche kommt wahrscheinlich der erste Harley-Vlog. Die erste Fahrt. Mit der angemeldeten Harley. Leute, ich freue mich da mega drauf. Und war ein langer, steiniger Weg, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ja, das werden wir dann sehen, Leute. In dem Sinne sage ich mal, haut rein, Leute!